Slavic. Milano hat auch ein. Ach, hat Milano was rausgekommen? Ah, nee. Ja. Doch. Nee, ich habe gerade den Namen falsch gelesen. Letzter weg. Lilano. Lilano. Ich hab beides gelesen. Milano auch, glaube ich. Ja. Aber Lilano, der Rapper auch? Ja. Boah, ich dachte schon, der wäre tot, Alter. Also out. Was? Ja, komm, sollen wir hören? Kennst du Lilano? Wieder YouTuber. Also von YouTuber auf. War der YouTuber? Der war YouTuber. Aber Bruder, Walla, wenn du wüsstest, was für ein YouTuber. Lilano war YouTuber? Bruder, der war behindert. Der hat sich mit jedem gebieft, der hat sich zum Affen gemacht. Der war so, voll behindert vor Kamera. Der hat sich seinen Bauch gezeigt, fett, hat so komische Sachen gemacht, der hat so behindert geredet, der hat so richtig, der hat am Ende voll die so, der hat Aufmerksamkeit gesucht, der hat sich voll so, diese Dings am Ende so. ADHS. Bruder, du machst einfach, du erzeugst Aufmerksamkeit bei den Leuten, also schlecht aber, weißt du, so, du machst voll viel so, ja, Mann. Damit die Leute einfach auf dich aufmerksam werden, Bruder. Wusste ich gar nicht. Der hat nur Scheiße gebaut, Bruder. Und der hat sich am Ende so daneben gestellt und hat so Scheiße gebaut, dass die Leute am Ende sich diese Videos reingezogen haben und irgendwann dann hat der Lieder rausgehauen, so, der hat seine eigene Promo gemacht, weißt du, und dann aus dem Nichts Rapper, aber Bruder, den ersten Lieder, der hatte ein paar geile, also fette Dinger, ne? Komm, lass uns mal hier geben. Hä? Lilano? Ja, komm. Sven jetzt, Lilano oder? Lilano, Milano, Lil Wayne, wen denn jetzt? Hier, Lilano, wie heißt das? Perfekt. Abdel was? Abdel want. Was stand da? Abdel ist mehr Platz. Nein, irgendwer hat was gespendet für Abdel wieder. Wandbildmuseum heißt der. Was? Der heißt Abdel Wandbildmuseum. Der hat dir gespendet. Wegen der Wandbildmuseum. Ach, ich küsse dein Herz, Bruder, Wallah. Cool, dass wir noch jetzt. Mann, ich schwör, das hat mich richtig geil getroffen jetzt, ne? Wallah, geil, Alter. Grad, ne? Ich küsse euer Herz. Also, jede Spende, ich nehme das mit Herz an. So Rolls Royce oder so könnt ihr auch spenden. Meinte ich im Zehner. Wallah, ich kann nicht mehr. Boah, ganzes Stream, ne? Ach, meinte ich, bin Opa, Alter. Alter, diese Dick. Ah, oh, Wallah, ist wie das so. Wallah, ich dachte, hat Kiefer gebrochen. Ich so. Was laberst du? Was machst du da, Mann? Puh, Bruder, hör auf, das dran zu saugen, Alter. Alter, weißt du, wie gut das tut? Er legt das irgendwo ab oder so, hält der das wie so ein Rentner, so hat er so ein Gebiss in der Hand. Bruder, meine ganzen Zähne, ne? Das macht die, ich hab ganz leichte Verkrümmungen unten, weißt du? Schiene macht gerade. Boah, aber die ersten Tage, das drückt mies, Bruder. Ich muss gerade Pause machen nach 5 Stunden. Komm. Los geht's. Mann, der ist Schaden. Der hat Schaden, Bruder. Der hat Schaden. Der hat, also das ist schon lange, Bruder. So, deine Zähne? Das mit diese Zähne wieder so komisch. Gerade, du brauchst das nicht. Boah, Walla, der hat einen Schaden, ja. Boah. Gänsehaut, ja. Gänse. Walla, Gänse. Ich hab nie gesagt, dass ich perfekt bin. Doch ich kann dir sagen, dass es echt ist. Wahre Emotionen gibt es selten. War der, hatte der nicht blonde Dingshaare? Der hatte alles, der hatte alles. Der hatte Dreadlocks und so. Alles hatte der, Bruder. Was für ein Oberteil, Louis? Könnten sie helfen, dann hätten sie's längst getan. Wieder nur allein und ich starr meine Wände an. Hast so viele Fehler, ich hab mich schon längst gefragt. Also steh ich auf und geh raus und renn aber. Ich hab vieles erreicht und was mein Leben erfüllt. Aber wann kommt die Person, die dieses Loch in mir füllt? All das Geld macht mich nicht glücklich. Ich sag dir ehrlich, der hatte schon ein paar geile Lieder, aber das fühle ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, du siehst ja auch diese ganzen Texte, die da eingeblendet werden. Welche Richtung der da geht, Bruder. Hä? Ich weiß gar nicht, in welche Richtung der mit so einem Lied reingeht. Bruder. Ja, Bruder, das Ding ist, der blendet ja diese ganzen Texte ein, ne? Wo warst du, kommt noch ein Album, man kommt wieder was und ich glaube, der geht gerade in die Richtung so, ja, ich bin nicht perfekt und lange kam nichts mehr und jetzt. Ah. Lass mal laufen. Ich geb es auch so für Müll. Bitches sind aus Plastik und die Nägel Acryl. Und guck mal, wär ich nicht wie ich, dann wär ich sicher nicht wie du. Und das Geld liegt auf dem Tisch, denn davon hab ich genug. Und nur hau bleibt seine Bild. Geile Line, Walla. Was sagst du so zu ihm? Rap-technisch? Ja, ist auf jeden Fall nicht mein Fall. Also ich muss halt überlegen, er war YouTuber, ne? Dafür, dass er YouTuber war? Walla, ich wusste ja, nicht, dass ja, nee, er war nur vor PC, er hat so Faxen gemacht, okay, Bruder, mit Leuten gebieft und so. Guck mal, ich wusste nicht mal, dass er YouTuber ist. Diesen Dings hat er mir gar nicht gegeben, so diesen okay. Effekt, verstehst du? Bei Bodyform machst du 6 zum Beispiel sofort, aber bei denen? Ja. Okay. Der geht schon, also der ist schon Musikszene drin, so. Aber der ist safe drin. Ist schon safe, ja. Er hat auch schon mal Leute, die das jetzt krank feiern, so, weißt du, dieses normal. Ding. Normal. Klar, Bruder, das ist ja...
Ja, Musik ist ja bei allen Dings Geschmackssache, Bruder. Aber genau, genau. So, das wird, glaube ich, ankommen, ja? Ja, ne? Ja, warte. Egal ob Paare des Süßes, hab mir geschworen, ich werde rich. Oder ich sterbe beim Versuch. Und die Bitch nennt mich Daddy, doch ich kenn sie nur flüchtig. Ihre Zähne zwar weiß, doch ihr Lächeln ist künstlich. Sag mir, was soll ich tun? Auf dem Geld liegt ein Fluch. Es sieht die falschen. Aber geil, nein, ich hab mir geschworen, ich werde rich oder ich sterbe beim Versuch. Das ist geil. Ich sag dir ehrlich, der sieht jetzt, der sieht wenigstens wie Adam aus, bisschen wie Mann so, weißt du, ja, Bart, kurze Haare, so, Bruder, davor, was hatte der, diese komischen, bunten Farben und keine aus, Ahnung. Ja. Nur noch diese Tattoos stören mich ein bisschen, also muss nicht sein, feier ich gar nicht, weißt du, Tattoo, feierst Tattoos? Ich hab doch Tattoos. Wallah, ich wollte schon sagen, Alter, ich wollte gerade rauskicken, wallah, also hier ist no Tattoo-Friend Zone, ne? Also, so. Ja. Hier ist gar mein Rücken kein, ist doch voll, Bruder, mein Rücken. Der war noch 2 Wochen Knast, der hat direkt ganz Rücken tätowiert. Mach einfach komplett voll Tattoo, bitte. 2 Wochen Knast wegen Dings, Nee, wegen Schwarzmann, Bruder. Bruder, die meinten doch, was willst du haben? Ich meinte, mach einfach. Mach einfach drauf, oh, Bruder. Ohne viel reden, einfach drauf machen. Lass laufen. Schatz, Karte. Ich glaub, das tut mir nicht gut, ich merke es so oft. Lächeln ist gefakt, sie brauchen Botox. Kaufe mir ein Haus, komm aus dem Wohnblock. Oder kaufe mir ein Bad-Body von Sobox. Ich hab nie gesagt, dass ich perfekt bin. Doch ich kann dir sagen, dass es echt ist. Es klingt nicht schlecht. Kann man hören, aber also. Nicht kann man, also entweder ist dein Geschmack oder feiern, nicht, aber genau. Die, die das feiern, ist auf jeden Fall geil so für die bestimmt. Kann's hören, ist geil. Qualität ist halt da, so vom Lied. Ich will's nicht hören. KNDHL-Jäger. Danke für deine Spende, Digga. Hast du heute mitbekommen? Ich hätte auch DHL gejagt. Oh. Bruder, die kommen bei mir. Die wollen ein Paket abgeben und ich sehe vom Fenster, wie die wegfahren. Problem, die klingeln nicht. Oder wenn die klingeln, die hauen direkt ab, Bruder, weißt du? Ich habe gesehen, ich habe vom Fenster geschrieben, oh, hey, oben dort, 4. Stock. Da war aber das wenigstens Flur liegen, ich hol's selber. Oder gib Nachbar 1. Stock so. Warum nimmst du mit? Ja, ne, da war ein Kabel sogar, was wir für heute gebraucht haben. Ja, ne, lass doch wenigstens im Flur liegen. Weißt hat du? Der nicht, ist ja abgehauen. Hat der nicht, ich muss abgehauen. Wie 31er. Bruder, ich schrei mit Latsche runter, so, ich war am Jagen. Bruder, ich mein Auto eingeschickt, ich hab den gesucht in Langfeld. Ich bin hinterhergefahren. Denn so ein Ding ist das. Dankeschön, Sali, ich küsse dein Auge. Okay, lass laufen. Wahre Emotionen gibt es selten. Glaub mir, Drogen können da nicht helfen. Und könnten sie helfen, dann hätten sie es längst getan. Wieder nur allein und ich starr meine Wände an. Hast so viele Fehler, ich hab mich schon längst gefragt. Also steh ich auf und geh raus und ändere was. So viele Gesichter, doch frag mich, welches richtig ist. Pass gut auf, vielleicht wird's uns ein Freund zum Hindernis. Ich schreib mir gerade ganz kurz was ab. Hier hat gerade einer was kommentiert, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Naja, doch nicht. Ja, aber irgendwie das. Kaputt Video meinte der, aber ist immer noch. Das Lied wird irgendwie immer schlechter, ja? Ja, das geht so runter. So. Ja, wallah. Es wird so voll langweilig so. Nee, es kommt dir, glaube ich, nur so vor, weil du immer wieder dasselbe hörst und weißt, was du. Ja, das ist so, ja, Bruder, das ist das aber. Das geht so die ganze Zeit in eine gleiche Richtung. Und du kannst gar nichts ändern, wenn du in deinem Zimmer chillst. Keine Verlierer, weil ich ganz allein Gewinner bin. Kapo hat Video. Hä? Guck mal, da schreiben voll viele Kapo hat Video. Ja, aber, Bruder, ich seh nix. Wo hat dein Kapo Video, ja? Schreibt mal auch das Liednamen direkt. Nee, ist immer nicht. Immer noch nicht, ne? Boah, ich würde mir jetzt echt gerne Kapo geben, ja? Wie heißt das? Geisterstadt? Schreibt mal direkt Kapo Geisterstadt. Kapo Geisterstadt. Kann das auf einem anderen Kanal oder so? Ach, das Stromspendekonto. Für dich nochmal. Ich küsse dein Herz, ich küsse euer Herz. Stromspendekonto? Haben die Konto jetzt eröffnet oder? Also, Bruder, der gerade gespendet hat, mach mal so ein Konto direkt fertig, Bruder. Ich küsse dein Herz. Die Lieder hier direkt hoch. Kannst bei mir auch laden kommen. Ja, gibt's gar nichts. Ist gar nichts, Digga. Komisch. Freunde und sie folgen dir auf Instagram. Warum bist du nicht im Raum, im Morgen sie dich hinterrückt. Scheine sind zwar bunt, doch glaub mir, das ist kein Kinderfilm. So viele Rätsel, ich glaub eher, dass ich im Thriller bin. Und guck mal, wär ich nicht wie ich, dann wär ich sicher nicht wie du. Ich mach Adlibs einfach. Da schreibt einer, was hält Ali von Kollega? Ja, also, weil diese Frage kam auf jeden Fall aus Gebüsch, aber ich sag mal so, habe ich nie so krass gehört selber. Selber, also noch nie so krass. Diese Alpha-Zeit habe ich krass gehört. Ich sag mal so, Kollege hat,
jeder hat mal einen Song von Kollegah gehört, ob man wollte oder nicht. Verstehst du? Aber ich hab, ich war jetzt nicht so der Kollegah die ganze Zeit. Ja, so, ja, ich weiß, was du meinst. Du hast einen anderen Style so. So, und der ist auch, glaube ich, nicht mehr der, der mal war, so, weißt du, von Dings her. Ja, der macht ja jetzt mit diesem Asche. Also ich finde, die Lieder finde ich gut so. Aber Straße, so. Musikalisch gesehen, was für eine andere Schiene. Bruder, krank. Ne? Und Bruder, auch die, was er erreicht hat. Bruder. Vergleich doch mal 2014 Alpha, das Album, mit jetzt, was er macht. Wie, also das war seine, seine Prime-Zeit. Nein, ich meine, ich kann jetzt nicht vergleichen, musikalisch, wie er damals und jetzt war, weil ich mir ihn nie richtig gegeben habe. Genau, weil du damals nicht so viel gehört. Okay. Aber ein, ob man fragt, ob ein Kollegah krass ist, klar ist der krass, Bruder. Alleine, was der alles auf die Beine gestellt hat. Ja, oder? Sowieso, Digga. Oder der ist Macher. So, wenn ich mir den gegeben hätte, könnte ich mehr sagen, Bruder. Aber Wallah, habe ich nie richtig gegeben. Okay. Und das Geld liegt auf den Tisch. Dann davon habe ich genug. Und eine Hau bleibt eine Bitch. Egal, ob teurer oder süß. Hab mir geschworen, ich werde rich. Oder ich sterbe beim Versuch. Okay, nice auf jeden Fall, Lil Lano.